Ja, servus Leute und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Ja, der Freitagsvlog, den konnte ich endlich einmal normal hochladen. Das hat geklappt. Na, was heißt normal nachts um 3 aufstehen, zu kontrollieren, ob es noch läuft. Internet geht nach wie vor nur sporadisch bei mir. Ja, vielleicht ändert sich noch was. Wir haben jetzt gerade Freitagnachmittag. Und ja, am K15 der Schutz ist wieder gerichtet. Der hängt wieder dran vorne. Habe ich ja im letzten Video, glaube ich, noch gezeigt, dass der kaputt gegangen ist. Da hängt er wieder. Ja, natürlich nicht mehr ganz so, wie er vorher war, wegen umgebaut, aber wurscht. Solange funktioniert. Ja, ich habe jetzt aktuell die Schleuder dahinter gehängt. Die steht auf der Seite in der Luft, weil das Schaar auf dem Boden aufliegt. Das gräbt sich jetzt erst rein und dann läuft die schön mit. Ich habe niemanden, der den Hebel runterklappt, sonst wäre es natürlich einfacher. Ja, die Schleuder. Vielleicht fällt es jemandem auf, da fehlt was. Da war mal was. Ich habe da einen guten Tipp gekriegt, das ist mir dann wie Schuppen vor die Augen gefallen. Nimm doch die Straßenbereifung quasi mal ab, ne? Dann rutscht die nicht. Und dann denke ich so, ja, die Eisenringe, die haben ja Schrauben aufgemacht, runtergemacht. Oh, ja. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. Auf die Idee bin ich nicht gekommen, auf die Idee ist der Vater aber auch nicht gekommen, der hätte es auch nicht gewusst. Auf alle Fälle schön. Jetzt läuft es wirklich cool. Ich habe gestern 2 Reihen probiert, hat gut funktioniert. Heute geht es weiter. Und schauen wir mal, ob es geht. Ich meine, die Reihen sind ein bisschen schief, das wisst ihr ja. Ich stehe jetzt nicht sauber drin, da schon wieder auf der oberen Reihe, aber am Schluss wird es dann schon hoffentlich ausgehen. Werden wir sehen, probieren wir aus, legen wir mal los und dann wird man sehen. Wie man sieht, also jetzt dreht sie auf jeden Fall schön die Räder mit und die rutscht nicht mehr durch. Ich denke, das ist besser als vorher, nicht mehr so katastrophal. Äpfel kriegt sie raus. An der Schleuder fehlt halt eine Kleinigkeit. Da war früher mal noch so ein, naja, wie so ein Gummilappen oder was seitlich dran. Das ist das Eisen, was da oben so weghängt. Das gibt es nicht mehr. Deswegen landen die Äpfel halt ziemlich weit unten und ich muss mit der Hacke nacharbeiten, weil die Bamberger Händler haben immer die Angewohnheit, die liegen unten drunter, aber naja, das wurscht. Ich würde sagen, ich sammle die mal ein, schauen wir mal, was wir jetzt haben kriegen. Gestern war es wieder ein Zentner, also 2 Reihen, ein Zentner. Insgesamt habe ich 6 Reihen gehabt, 150 Kilo. Das ist doch nicht schlecht, kann man doch machen. Ja, machen wir mal, dann schauen wir mal, dann sehen wir schon.
ab.
Also die Kartoffeln, die haben wir am Samstag alle rausgegraben in Samro. Ja, mit dem Ertrag kann ich eigentlich ganz zufrieden sein. Ich weiß nicht genau, wie viel Kilo das ist jetzt gewonnen sind oder wie viel doppelt sind, ne? Habe ich ehrlich gesagt da nicht gezählt. Ich muss dazu sagen, das Saatgut, was ich hatte, war nicht unbedingt das Beste. Weil teilweise waren es Kartoffeln vom Vorjahr, die ich einfach wieder gesteckt habe. Das ist natürlich ja nicht so optimal, weil ständiger Nachbau und dann waren sie natürlich kleiner. Aber ich bin soweit zufrieden. Ich habe auch keine Dämme aufgehäufelt gehabt. Ich habe kein Unkraut gehackt gehabt. Das war natürlich auch ein wenig ein Fehler. Hätte ich vielleicht auch machen sollen. Ja, habt ihr ja das Jahr mitgekriegt. Das war alles ein bisschen hinten dran. Gewässert haben wir es ja auch nicht, geregnet hat es ja auch nicht, zusätzlich Düngergabe oder sowas hat es auch nicht gegeben. Also von daher ist das Ergebnis eigentlich zufriedenstellend. Kann ich so hinnehmen. Ich habe jetzt angebaut die Sorte Talent, die Sorte Soraya, Gala, Melody, Bamberger Hörnchen, rotschalige, da weiß ich allerdings den Namen schon wieder nicht. Und blaue St. Galle. Und ja, ist, wie gesagt, ist annehmbar. Ich meine, dass von den blauen St. Galle und von den rotschaligen nicht so viele sind, dem war ich bewusst. Das habe ich gewusst. Ich meine auch die Gala, das waren noch 2,5 Kilo, wo ich damals gekriegt habe als Saatgut, dass das auch nicht so viel gibt. Das sind aber der Vega jetzt noch einmal, was waren es denn, die habe ich gewogen, 20 Kilo gewonnen, also nicht aber so schlecht. Die anderen, da war einfach zu wenig gesteckt und ja, also ich kann es hinnehmen, so wie es ist, das ist in Ordnung. Ja, so viel auf alle Fälle dazu, die sind eingelagert, das ist soweit fertig. Was jetzt die nächste Zeit dann halt noch ansteht, ist die Wiesen jetzt gar abmähen und dann wird es auch nochmal Zeit fürs Miststreuen. Ich meine, wir sind den 28.10. Also es wird schon langsam Zeit. Ja, am KA15, da habe ich jetzt noch einen neuen Wendig drin hinten für die Zapfwelle. Der muss noch eingebaut werden. Und es müsste jetzt demnächst noch der Schaulochdeckel, die Schaulochdeckeldichtung kommen. Die wird dann auch noch neu gemacht. Da sifft er ja auch ein bisschen Öl so undicht. Die machen wir auch gleich mit neu. Dann ist das auch erledigt. Ja. Dann war noch zu machen die Gänge. Da muss ich jetzt trotzdem auch mal ran. Beim KA15 schaut es jetzt so aus, also ich habe damals ja im Öl leichte Bröckelchen gehabt von den Zahnrädern. Das sind auf jeden Fall die Zahnflanken vorne weg. Ich habe gerade mit dem Ladewagen immer mal wieder das Problem, dass er meinen Gang einfach rausschiebt oder auch wenn der Schlepper leer ist und ich quasi auf Schubfahrt bin, also eine bergab mehr oder minder rollen lasse, dann drückt er den Gang raus. Ja, ich kann das jetzt entweder darauf führen, dass das die Zahnflanken sind, die kaputt sind. Oder natürlich, das sehe ich auch erst, wenn ich den Hydraulikbock runternehme und von oben reingucke. Es könnte natürlich auch sein, dass die Federn vom Schalthebel, von der Schaltgabel unten gebrochen sind. Und die Kugeln dann quasi nicht mehr richtig arretieren. Dann wäre es auch möglich, weil die Gänge, die gehen sehr, sehr leicht rein und sehr, sehr leicht raus. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das diese Kugeln auch sind. Dass die Kugeln zwar noch da sind, aber halt die Federn gebrochen sind wahrscheinlich und diesen Halt dann einfach nicht mehr haben. Das hatten wir damals beim KL300 auch. Der hatte auch diese gebrochenen Federn, bei dem war es ein wenig einfacher, weil man an die Gabeln leichter rankam. Da waren 6 Schrauben aufzumachen, man kam ran. Da konnte man den Schalthebel dann runternehmen mit einem Deckel unten drauf. Es geht beim Baugruppe 1 Getriebe leider nicht, da muss der ganze Hydraulikbocken mit runter. Ist keine schöne Arbeit. Naja, in dem Zug werden dann aber auch die Wellendichtringe beim Getriebe mitgemacht. Da kommt ein kleines bisschen Öl bei der Handbremse mit raus, oder besser gesagt bei der Getriebebremse. Dann machen wir die auch gleich mit neu, dann ist das auch erledigt. Ja, soviel zum KA15. Der läuft aber, wie gesagt, tadellos, also da gibt es nichts. Und da bin ich zufrieden. Das ist soweit gut. Ja, beim Auto, der ein oder andere weiß, ich habe bislang noch keinen TÜV gekriegt. Da schaut so aus, wir haben einen Ofen gehabt, da waren die Bremsen total verölt.
Bloß, dass das gar kein Öl war, sondern das war eigentlich ja, Bremsflüssigkeit. Die Hauptbremszylinder links und rechts sind kaputt, die kommen jetzt noch neu. Bremsen habe ich links und rechts hinten neu bestellt und links und rechts vorne neu bestellt. Die sind auch schon da, die werden gerade eingebaut. Ein paar neue Dichtungen für die Hinterachse sind dabei, weil da auch ein Simring kaputt war. Ja, machen wir den auch gleich neu. Und dann sollte die Kiste doch jetzt hoffentlich einmal TÜV kriegen. Hoffen wir es. Und dann sollten wir da 2 Jahre Ruhe sein. Ja, muss halt gemacht werden. Hilft nichts. Ich meine, irgendwie muss man ja trotzdem von A nach B kommen und wegschmeißen das Auto oder verkaufen das Auto macht auch nicht viel Sinn, weil Anoes kostet auch Geld. Also stecke ich doch noch mal ein bisschen was in den rein. Bislang ist es nicht so viel Geld gewesen, also ist zu verschmerzen, sage ich auch mal. Es sind ein paar Euro, die ich jetzt reinstecke, aber gut, kann man machen. Ja, da ist jedenfalls dann morgen nochmal TÜV-Termin. Vater baut gerade die restlichen Teile ein, muss ich dann mal gucken, runtergucken und morgen ist dann TÜV und dann sollte da auch Ruhe sein. Ja, gibt es da noch was zu erzählen? Nö, soweit eigentlich nicht. Also wie gesagt, bei der Kartoffelschleuder, da habe ich ja den Tipp gekriegt, ich soll doch mal diese Eisenringe außen runter machen. Das habe ich ja gemacht. Jetzt kriege ich sie zwar nicht mehr drauf, aber ja, ich habe die runter gemacht und hat hervorragend funktioniert. Die hat deutlich besser geschaufelt gehabt und hat nicht mehr die Räder blockiert. Wesentlich schöner. Hat bei uns in der Familie wirklich keiner gewusst. Der Großvater hat das Ding früher eingesetzt gehabt und vermutlich waren da auch die Schrauben das letzte Mal offen. Der Vater hat bloß gesagt, er hat es einmal probiert und es hat einfach nicht funktioniert. Es taugt nichts, das Ding. Ja, wenn man die Dinge runter macht, dann funktioniert sie. War er selber erstaunt und dann hat er auch gesagt, stimmt, die hätten wir mal runterschrauben können. Hat von uns nie jemand darauf geachtet, dass da überhaupt Schrauben dran sind. Nachdem ich darauf hingewiesen worden bin, habe ich mir das genau angeguckt. Dann denke ich, ja, Transportstellung und Arbeitsstellung, vielleicht mal runterschrauben. Ja, jetzt muss ich aber gucken, dass ich die Ringwehr draufkriege, dass ich die auch noch aufräumen kann. Die steht noch unten vor der Scheune. Der Samro ist aber schon wieder aufgeräumt. Ja, so viel dazu. Eine Kleinigkeit gibt es noch, das habe ich letztens schon mal mit angesprochen. Der Kramekalender fürs neue Jahr, der ist jetzt zum Vorbestellen. Die Vorbestellzeit läuft, glaube ich, jetzt dann um den 5. oder 6. November ab. Ich weiß aktuell noch nicht, was der Kalender kosten wird. Also letztes Jahr lag er bei, ich glaube, 16 Euro, müsste ich jetzt lügen. Fand ich eigentlich, ja, kann man schon mal machen. Da habe ich mir 2 Stück bestellt, einen habe ich meinem Vater gegeben und einen habe ich selber gehabt. Der eine oder andere hat den Kalender ja schon mal gesehen. Beziehungsweise ich habe letztens mal ein Video dazu gemacht. Ja, der Kalender, den habe nicht ich erstellt, sondern der geht über das Krameforum, beziehungsweise über 2 Mitglieder des Krameforums, die als Eigeninitiative quasi immer hergehen und Bilder aus dem Forum dann, beziehungsweise aus Forenmitgliedern, von Forenmitgliedern Bilder sammeln und dann werden die schönsten 12 Bilder beziehungsweise 13 Bilder ausgewählt und da hat er daraus einen Kalender gemacht, einen Jahreskalender. Ja, den vom diesen Jahr, den habe ich ja vorne in meiner Küche hängen und den vom nächsten Jahr, da habe ich leider die Bilder noch nicht gesehen, weil das Krameforum aktuell leider offline ist. Das wird übergeben an die Krame Allesschaffer-Freunde und die führen das dann in Zukunft weiter. Aber sobald es online ist, wird es da auch Bilder geben. Ja, falls da irgendjemand Interesse hätte an so einem Kalender, also wie gesagt, letztes Jahr lag er um die 16 Euro, je mehr Leute sind, desto günstiger würde. Das Ganze ist zum Unkostenbeitrag, also da verdient keiner was dran. Das ist rein für die Leute, die gerne Krametraktoren sehen oder haben. Kike ist mit hin. Die Türken habe ich auch mal vorgesperrt. Ins Wohnzimmer, dass er mal mein Tiger wieder mit rein kann. Aua! Komiker, der freut sich auch jetzt draußen, wenn es immer kälter wird. Soll er ruhig auch mit rein. Ja, da habe ich jedenfalls
die letztes Jahr schon gesagt kriegt, ich kann ja einfach mal rumfragen, falls jemand Interesse hätte. Also je mehr Leute das sind, die so einen Kalender wollen, desto günstiger wird er. Ich sage das hier an dieser Stelle einfach nochmal, ihr könnt mich ja mal anschreiben, dann kann ich gerne noch einen Kontakt mit euch aufbauen, dass ich das weitergib, dass ihr da auch einen bestellen könntet, falls ihr einen wollt. Wie gesagt, da verdient keiner was dran, da verdiene auch ich nichts dran, ich kriege auch Provisionen oder sonst was dafür. Ich mache da dafür einfach Werbung, weil ich selber den Kalender schön finde und letztes Jahr haben einige mal angefragt, Mensch, wenn es den wieder gibt, da hätte ich ja eigentlich auch gerne einen gehabt, kannst du das mal mit ansprechen, deswegen habe ich das jetzt nochmal mit angesprochen. Also ich habe einen Stream gemacht, da habt ihr mal den Kalender gesehen, wie sowas dann aufgebaut ist und wer da Interesse hat, der kann sich ja bei mir melden. Dann kann ich gerne noch Kontakt aufbauen, muss halt jetzt wie gesagt ein bisschen frühzeitig sein, weil demnächst ist Bestellschluss. Ist leider wohl ja alles ein bisschen knapp, aber ja, wird man sehen. Ich lasse mich überraschen, was für Bilder das mal drin sind, ob von mir was mit drin ist oder nicht, das ist mir eigentlich egal. Ich finde Krame Bulldog einfach schön und ein Schlepperkalender sowieso. Und ja, Krame ist ja sowas wie meine Lieblingsmarke eigentlich, von daher kann man das schon mal machen. Gut, ja, dann würde ich sagen, wird es jetzt auch gewesen sein. Damit ist das Video dann quasi zu Ende. Ich habe schon wieder einen Haufen gelabert. Da waren jetzt wieder einige sagen, über das Gelaber, aber ist mir egal. Gehört halt auch dazu. Ja, endetechnisch sind wir durch. Wie gesagt, was demnächst noch kommt, die Wiesen alle abmähen, auf jeden Fall. Das muss gemacht werden. Und im nächsten Schritt dann noch Mist streuen. Das steht noch an dieses Jahr. Und dann ist eigentlich, ja, feldtechnisch bzw. wiesentechnisch bis zum Frühjahr Ruhe. Dann wird es im März irgendwann nochmal ins Wiesen abschleppen gehen und auf dem Acker dann auch so im März rum das Magen rum und ab April haben wir dann das andere Feld wieder und dann wird es auch da losgehen. Ja, die Zwischenfrucht, den Senf habt ihr ja eventuell gesehen, aufgelaufen ist er, blühen tut er natürlich nicht mehr, also dazu war er zu spät im Jahr gesät, der hätten wir viel früher. Ging aber nicht, weil ich ja, wie der vorher schon gesagt hat, unbedingt ackern musst. Aber ich glaube, gegen die Distel hilft das Ganze doch schon ganz gut. Man sieht auf jeden Fall weniger Disteln. Also im Erzelacker sind noch ein paar Aufganger. Die hat es jetzt wieder mit rausgekommen. Aber im restlichen Feld sind sie sehr, sehr klein. Und wenn die früher noch mal mitunter geackert waren, dann hoffe ich doch, dass es zumindest ein Großteil davon schon mal ein wenig an den Kragen gegangen ist. Jo, gut. So, und jetzt habe ich schon wieder ewig gelabert. Jetzt wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Zwecks Internet. Aktuell funktioniert es mal wieder. Das ist immer recht sporadisch, das geht mal und dann geht es auf einmal wieder nicht. Lustige Sache. Ich lade das Video auf jeden Fall dann hoch. Das sollte dann morgen am Dienstag quasi kommen, am 29.10. Und ja, dann sehen wir uns demnächst wieder. Ich wünsche eine schöne Woche. Bis demnächst. Servus.